Hallo und herzlich willkommen zu For Honor. Und ich habe mich für die Fraktion der Samurai entschieden und bin hier sozusagen gelandet und mache jetzt hier die ersten Schritte mit euch natürlich in eine Closed Beta. Das Spiel kommt am 14.02. erst raus und ich habe das Glück gehabt, hier an der Closed Beta schon mal mit teilzunehmen und möchte euch schon mal die ersten Eindrücke vermitteln. Also es ist, wie ihr es seht hier zum Bewegen, es ist doch sehr flüssig. So. Strong kann ich ja Ziel aufschalten und mit Alt drücke ich. Also mit Alt werde ich hier immer hin und her schalten können. Deine Deckung liegt fest, in welche Richtung du angreifst und blockst. Drücke also und Strong, um den Deckungsmodus zu aktivieren. Ändere die Richtung mit der Maustaste. Aha. So, jetzt drücke ich. Aha, und die Maus sagt mir, von wo ich jetzt hier blocke. Also ich spiele hier PC-Version und habe natürlich, wie gesagt, noch null Ahnung, wie das hier so funktioniert. Also mit Kribbel, das Strong, und meiner Mausbewegung nach links, nach oben, kann ich hier halt die Richtung ändern. Wechsle ich zwischen die Ziele und hiermit bin ich im Deckungsmodus und dann kann ich damit wieder raus aus dem Deckungsmodus. Sehr interessant. Ich drücke. Okay, das bedeutet, ich brauche Übung. Mecum impetimini! Angreifen.
leichten Angriff für einen schweren Angriff rechte Maustaste. Ist schon mal gut. Verteidigungsmodus. Nein, Fähne! Gott! Okay, das funktioniert. Rechts, links, das geht noch. Okay. So, gut, sollen wir die Eroberungszone halten? Also, da gibt's wohl. Dolle Gladium! Amigos! Bewegung, Bewegung. Das war sehr angenehm.
muss ich sagen, sehr, sehr genial aus. Dominare! Signa in fere, concursate! Das ist die Metamorphose, was ich schon gemacht habe. Durch die Deckung meines Gegners durchbrechen. Mittlere Maustaste. Also es ist sehr angenehm mit der Maus. Also momentan kann ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt
gesagt, dass die Eindrücke, die ich hier selber erfahre, sozusagen der Übungsmodus. Ready Bandit, ihr seht es, das war schon mal die erste Runde mit meinen Samurai, den Kensei.